Liechtenstein stimmt am Sonntag mit 68,8% für das Partnerschaftsgesetz ab. Die Stimmbeteiligung liegt bei 74,2%. In Bietigheim verfolgen die Befürworter des Partnerschaftsgesetzes rund um Daniel Seeger vom Verein Flay die Wahlergebnisse ab Sonntagmittag. Bereits nach den ersten 2-3 Gemeinden war klar, das Ergebnis wird ein positives sein. Die höchste Zustimmung erhielt das Partnerschaftsgesetz in Planken mit 73,4%, am wenigsten Zustimmung, aber immer noch mit 59,2% in der Gemeinde Eschen. Die Entscheidung der Liechtensteiner Stimmbürger, für Regierungsrätin Aurelia Frick, ein Zeichen gelebter Toleranz. Ich freue mich, dass an dem Abstimmungsresultat für das Partnerschaftsgesetz also ein eindeutiges Resultat ist. Es ist eine Sache von Toleranz, von gelebter Toleranz. Es ist eine Sache, dass wir bei uns im Land auch gelebte Demokratie haben, dass wir eine gesunde Auseinandersetzung mit Themen haben. Und ich glaube, es ist auch eine Sache dafür, dass das Liechtensteiner Volk bereit ist, um sich auf das Thema einzulassen und sich mit dem Thema eingehend zu beschäftigen. Ich freue mich sehr darüber, über das Resultat. Daniel Seeger vom Verein Flay zeigte sich nach Verkündung des Ergebnisses erleichtert und überglücklich. Ich bin überwältigt vom Ergebnis, ich bin überwältigt von der Klarheit, wie das Partnerschaftsgesetz angenommen worden ist, wie auch der Landtagsbeschluss eben geschützt worden ist. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich denke mir, der Landtag hat gute Arbeit gemacht, hat das Gesetz ganz klar auch kontrovers diskutiert. Und ich glaube, das Ergebnis, was heute das Volk vom Liechtenstein in die Urne geworfen hat, steht hinter dem. Dass das Ergebnis so eindeutig ausfällt, war für die Befürworter nicht immer so klar. Gerade in der sehr emotionalen Zeit vor der Abstimmung sei es ein regelrechtes Auf und Nieder gewesen, so Seeger. Es war eine sehr anstrengende Zeit, wo uns aber auch durch die Ergreifung vom Referendum Zimmer geschweißt hat, wo uns Zimmer gebracht hat. Ich denke, oh, es gibt eher ein knappes Jahr. Darum bin ich jetzt völlig überwältigt und bin einmal mehr ganz stolz, Liechtensteiner zu sein. Und es freut mich auch, über das Liechtensteiner hinter dem Gesetz stehen. Es heisst für mich auch, dass das Land Liechtenstein eben in der Gegenwart angekommen ist, auch der Einsatz und auch die Leistung von schwulen und von lesbischen Menschen im Land ganz klar schätzt und die ihre Beitrag. Das Liechtensteiner Stimmvolk spricht sich am Sonntag, den 19. Juni, für das Partnerschaftsgesetz aus. Dieses wird am 1. September diesen Jahres somit in Kraft treten.